So, meine Damen, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator. Und wir sind weiter bearbeiten hier. Und wir nehmen uns gleich einen Trecker. Ich muss sagen, den hier einfach wieder. Rückwärtsgang einlegen. Und schaffen wir gleich das Zeug weg. Weil das ist nämlich der wahrscheinlich letzte Part vom Landwirtschaftssimulator 2017. Das sind immer diese Momente, wo ich mir denke, warum eigentlich noch was machen? Warum fahren wir jetzt noch eine Runde und schaffen das Zeug weg? Warum machen wir dies und das und jenes? Das frage ich mich öfters. Am liebsten wäre mir, wenn ich den Kredit zurückzahlen könnte. Wo ist denn der? Hier. Also ich habe 166.000 noch. Aber ich glaube, bis ich die zurückzahle, muss ich alles verkaufen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Trecker wäre eigentlich gut. Es wäre so vieles noch gut. Nee, nee, das ist scheiße. Ich habe cooles Dings an. Frucht vernichten. Deswegen, lass mal lieber. Können wir nämlich die Geschwindigkeit einstellen, können nebenbei fahren. Das klappt doch, das wird auch gut klappen. Gucken wir mal. Der fährt 9 km/h. Was machen wir mal hier noch? So. So, 9 km/h. So. 9 km/h eingestellt. Nach 51 Stunden Betriebsstunden ist auch langsam. Es ist schade, das zu beenden. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht läuft es weiter. Oder der neue Landwirtschaftssimulator ist dann der komplett läuft oder so. Das fahren wir zum Dorfspeicher. Wir fahren einfach nebenbei dran. So. Und dann holen wir uns unsere letzte Kohle ab. Und dann gehe ich auch. Dann war es das nämlich. Dann schließen an. Wie gesagt, das ist der letzte Part. Bin gespannt. Es ist. Für mich ist heute der 4.10. Deswegen ist so. Dass das der letzte Part ist, also ich, ja, wir warten noch ein bisschen. Weiß ich nicht, ob das wirklich der letzte ist. Also bis zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ja. Ich muss mal gucken, mein Upload, die ich jetzt mache, kann ich wenig berechnen. Ich weiß nicht, wie viel ich habe oder was ich noch spiele oder was. Dadurch, dass auch Minecraft jetzt nochmal neu rauskommt, ich auch gleich nochmal in den Dings gehe. Bus-Simulator. Egal, Dorfspeicher ist der vorne gewesen. Gut. Da wollen wir die ganze Zeit rennen. Lange vorne sind. Vielleicht machen wir uns das Monsterprojekt mit dem Multiplayer. Muss mal gucken, muss alles bereden, muss man alles nachgucken. Man kann vieles machen. Zum Beispiel schon um die Kurve fahren. Ja.
Schmerzen tut es trotzdem irgendwie. Auch wenn es nur ein Spiel ist, aber man saß hier stundenlang davor, man hat sich was versucht zu erbauen. Und dann kommt der neue Part. Und deswegen bin ich immer so dabei, wenn der neue Battlefield oder sowas kommt, werde ich mir nicht holen, weil... Wozu ist die Frage? 25 fucking 1000. Alles klar. Ey, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber wir haben auch lange gesammelt. Ich glaube 2 Ernten lang, 3 Ernten lang. '61 haben wir jetzt nochmal. Das zum letzten Part. Mein Ziel war eigentlich, einen LKW zu kaufen. Da hätte ich viel früher noch weiter spielen müssen hier. Die sind ja... Oh. Das wird aber gleich eins der ersten Sachen sein, die ich mir beim neuen hier 124.000, das ist ein Lizard. Ich kaufe mir doch keinen Lizard. Ein Tatra würde ich mir noch kaufen. Gut, der hat PS, aber was willst du mit 420 großen Tank, aber teuer in der Unterhaltung. Der ist teurer als der? Der Veranschauungspreis. Also ich meine jetzt Unterhaltskosten mal teurer. Schon eine geile Map gewesen. Schön auch auf Holz gelegt. Also hier mit dem Wald. Ist schon alles geil. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, was machen wir denn jetzt so? Noch mehr verkaufen kann ich nie, was kaufen weiß ich nicht, was ich soll. Ah doch, wir können noch was verkaufen, aber viel bringt das nicht. Wir verkaufen einfach die Wolle. Und dann setzt man den wieder zum Arbeiten an. Gut, ist richtig. Dann können wir die Wolle verkaufen und dann war's das mit dem Port. Also ob nochmal neu passiert, weiß ich nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich jetzt schon die Frucht habe. Nicht. So, einmal drehen. Zur Wolle haben wir ja unseren Pickup. Und alles reicht, ja. Ah, nee, wir brauchen ja einen Kompaktlader. Ja, viel Wolle ist ja nicht da. Das ist die Wolle von einem Ingame-Tag. So. Ja, knapp ein im Ingame-Tag. Ich habe vor uns aufgewaschen und habe ich laufen lassen. So. Ah, Kollisionszone. Ah. Wo ich nicht berührt habe. Ah.
Mein armes Auto und das am letzten Tag. Ich will eigentlich abstreifen. Perfekt! Haben wir hier noch die Spanngurte. Ah, nee, mach mal beide. Oh. Wie gesagt, wir gehen und der Taro ist aber am Schlag. Ja, verrückt nicht. Mich würde mal eins noch interessieren, wir machen mal Spaß jetzt. Ah, noch ein Spaß. Nö, die Ladung bleibt wirklich feste, feste, feste. Nice! Let me free. Let me. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, was es an Geld gibt. Obwohl, ich komme durch. Ja, was? Genau, wir gucken jetzt, was passiert, wenn ich den zurücksetze. Ja. Ah, die Ware liegt da. Ja, schieben wir die rein. Ey, das ist genau der Sprung überlebt, aber... So eine Kurve wieder nicht. So, aus Perspektive. Damit wir ja schnell genug sind. Hier könnte man so schön Holz machen, alles. Wenn die Steuerung bloß geil wäre. Und nicht alles so teuer wäre. So, raus aus dem Wald. Alter! Dann brauchen wir bloß hier runter. Ich habe den... Auf der Blaze habe ich ja die Kühe. Die Schweine. Das ist so eine Arbeit. Dieses dauernde hin und her. Die Schafe sind so gemütlich. Also allein ist es wirklich manches ziemlich anstrengend. Noch nebenbei dann eigentlich noch die Ernte einholen und so. Schön reinschieben. Die gute Bio-Wolle. Ah, 1003. Na gut, Leute. Da würde ich mal sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mal gucken, ob das wirklich der letzte Part war. Ich nenne es den letzten Part. So oder so. Dann müssen wir im nächsten Projekt. Wir müssen Alice 19 oder überhaupt nicht mehr. Naja. Ciao, ciao.